Du bist selbstständiger Webdesigner, Freelancer oder Agenturinhaber und möchtest nicht nur mehr und auch bessere Kunden für deine hochpreisige Dienstleistung gewinnen, sondern das Ganze auch zuverlässiger und planbarer. 10, 20, 100.000 oder 200.000 Monatsumsatz ist als Agentur super realistisch, wenn man großartige Kundenergebnisse liefert, die richtigen Kunden gewinnt und sehr gute Prozesse im Sales, Marketing und im Fulfillment hat. Weil du verständlicherweise gute Kundenergebnisse liefern willst, damit deine Kunden dich weiterempfehlen und Co., bist du allerdings sehr wahrscheinlich im Tagesgeschäft gefangen. Das heißt, Chaos und Stress dominieren teilweise den Agenturalltag, was dazu führt, dass man keine Zeit hat, sich um Marketingaktivitäten zu kümmern, beziehungsweise generell keine Zeit hat, an seiner Agentur wirklich zu arbeiten. Egal, welche Dienstleistungen du im Agenturbereich anbietest, die Konkurrenz steigt stetig an und es ist immer schwieriger, die Preise durchzusetzen, die man haben will, an die Verkaufstermine zu kommen, die man haben möchte und generell die Standardstrategien, die es so im Markt gibt, durchzusetzen, weil sie jeder schon mal gehört hat. Das Problem ist, dass all die Strategien, Methoden, Taktiken, die es da draußen gibt, die man in Coachings, YouTube-Videos, Büchern, wo auch immer lernt, für Agenturen, gerade im deutschsprachigen Raum, gar nicht funktionieren können, weil das Kerngeschäft von Agenturen darin besteht, extrem gute Kundenergebnisse zu liefern und nicht zur Vertriebsmaschine zu werden. Ich dachte mir bei meiner eigenen Agentur damals einfach immer, es kann doch nicht sein, dass ich hier 12-Stunden-Tage schiebe, sogar am Wochenende durcharbeiten muss, nur um dann nicht zu wissen, woher die nächsten Kunden kommen oder wie ich die nächsten Kosten zahlen soll. Was ich damals für mich erkannt habe, ist einfach, dass nichts falsch an mir ist, sondern ich einfach die falsche Strategie verwendet hatte. Es war quasi also nicht meine Schuld, dass Kaltakquise nicht funktioniert, sondern es ist einfach nicht die richtige Methodik für meinen Persönlichkeitstyp und für meine Stärken. Es ist möglich, genau da rauszukommen und in so einer Situation auf ehrliche und authentische Art und Weise die Kunden für dich zu gewinnen, die wirklich zu dir passen, dich wertschätzen und dich fair bezahlen. Außerdem ist es möglich, dein Projektgeschäft so zu optimieren, dass du nicht nur weniger Zeit investieren musst, sondern auch bessere Kundenergebnisse lieferst. Statt also in deiner Agentur auf Chaos, Hoffnung oder mehr Mitarbeiter zu setzen, ist es möglich, durch Systeme, Prozesse und Automatisierung wieder mehr Spaß an der Arbeit zu haben und die Freiheit zu erreichen, für die du angetreten bist. Allerdings muss vorweggenommen werden, dass das, was ich dir hier zeige und das, was wir in der Zusammenarbeit machen, kein Schnell-Reich-Werden-System ist, da wir jeden Schritt in der Agentur, jeden Prozess, das gesamte Geschäftsmodell, das gesamte System deiner Agentur optimieren. Um das zu erreichen, setzen wir auf eine langfristige Zusammenarbeit und garantieren dabei unseren Kunden, dass sie ihre Ziele, die wir uns gemeinsam stecken, in den ersten 3 Monaten erreichen. Vielleicht bist du jetzt gerade skeptisch und das wäre ich ehrlicherweise an deiner Stelle auch, denn es gibt einfach unglaublich viele gute Sales-Leute und Marketer, die sehr gut verkaufen können, aber dann doch nicht genau das halten, was sie versprechen. Nachdem ich meine eigene Marketingagentur aufgebaut habe, haben wir mittlerweile über 600 Agenturen, Freelancern und Webdesignern geholfen, selbiges zu tun und ihr Geschäft aufzubauen. Ein Beispiel davon ist die JM Visions GmbH. Marvin und Jan haben mit uns gestartet, als sie gerade ihre Agentur gegründet haben, damals noch ein Einzelunternehmen, sind jetzt bei 200.000 Monatsumsatz mit extrem wenigen Mitarbeitern und hohen Profitmargen. Das heißt, das Zeitfenster schließt sich. Es gibt Agenturen wie Sand am Meer und jeden Tag entstehen neue. Daher ist es jetzt umso wichtiger, durch gute Prozesse und sehr gute Kundenergebnisse sich seinen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Du bist hier aus einem gewissen Grund. Daher lass uns das jetzt angehen, bevor es zu spät ist und du dir wünschst, früher angefangen zu haben oder deine Konkurrenz den Schritt gemacht hat und dich überholt. Wir schauen uns ganz genau an, welche Strategie für deinen Persönlichkeitstyp am meisten Sinn macht, wie dein aktueller Sales-Prozess und dein Kunden-Fulfillment-Prozess aussieht, was man daran optimieren kann und zeigen dir klare Lösungswege auf, die du auch umsetzen kannst, ohne mit uns zusammenzuarbeiten. Ich freue mich, mit dir schon bald persönlich darüber zu sprechen, wie wir aus deinem Geschäft eine Agentur bauen, die einfach läuft, geile Kundenergebnisse liefert und dir das ermöglicht, für was du ursprünglich angetreten bist.